Ich habe ein Coding-Duell veranstaltet und zwar mit Freiwilligen, die bei den Coding-Challenges auf der ITCS face-to-face gegeneinander angetreten sind. Der IT Career Summit ist eine kostenlose Tech-Konferenz, IT-Jobmesse und gleichzeitig auch ein Festival. Und damit der perfekte Ort für euch, um einen Job zu finden und gleichzeitig Spaß zu haben. Und genau dazwischen war auch ich zu finden und werde ich auch wieder zu finden sein am 8. September dieses Jahr in Köln. Alle Infos unten in der Beschreibung. Ihr konntet in verschiedenen Challenges von SQL bis C++ gegeneinander antreten. Und das vierte Duell seht ihr jetzt, eine weitere Python-Challenge. Ich möchte der Challenge. Ja, ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Fistbump geben vorher. Ja, können wir machen. Ach so, ja. Und das ist cool. Glück. Ja. Ja, ihr könnt starten. Die Challenge ist direkt vor euch. Ihr könnt erstmal eine Sprache auswählen. Ja, ich mache die Anmoderation. Herzlich willkommen! Wir haben eine weitere Challenge, die Morpheus ITCS Challenge, und es ist die Reverse Challenge, bei der die Kandidaten selbst gar nicht genau wissen, welchen Algorithmus sie eigentlich programmieren sollen. Sie müssen ihn zunächst reverse engineeren. Ich bin gespannt, ob ihnen das gelingt. Okay. Unser Beitrag hier zu dieser Challenge ist ein sehr wichtiger, ist wie bei jedem guten Schachturnier. Wir stehen um ihn herum, gucken, überlegen und berechtigen und sagen, das richtig ist. Wie wenn zwei Schachspieler spielen, dann sind auch plötzlich alle Experten, die drumherum stehen. How can I put the Colin here? Colin is here. No. This is just an example. There will be much more examples with that. Okay, I can just call it a function. You know. It's for like example, using standard input. Function. Yeah, I will call it for 5. Okay. Do you mean that? No. You need to actually read the input from standard input. So like, it's like someone is typing in your keyboard. This will read one number, and it will call the function odd. It's like using that. Ich glaube nicht, dass das schlau ist. Das ist aber sehr einfach. Ich will die Dokumentation. Weiß man denn, was am Ende passieren soll? Oder? Ja, natürlich. Ich will jetzt quasi ausgewertet. Erstmal, dann werden erstmal die Tests ausgewertet. Dann kriegst du Feedback auf Submit, wenn du dann kriegst. Sehr gut, aber 5 auch gut. Der, der als erstes bei Submit was Grünes erzeugt, der hat mehr als 5. Also zu nun einfach Submit einfärben. Da ist nur mal Okay. Ach so. Sorry. Ich schaue schon rein. Er macht maximal 5 Input, Output. Ach so. Ja. Dann freu dich. Mann, hast du geschafft. Bisschen hardcoded, aber ja. Nice, herzlichen Glückwunsch. Wir haben einen Gewinner. Oh ja, ist was gut geworden. Einmal Applaus hier. Ach so. Herzlichen Glückwunsch. Aber wer hat sich jetzt gewonnen? Also, alles klar, super. So. Ja, Gewinner, was fühlen Sie für ein Gefühl? Wie geht's? Was war's für ein Gefühl? Ja, gut, also im Endeffekt war das einfach im Algorithmus, wo man herausfinden, ob das eine gerade oder ungerade Zahl war. Aber bei irgendeinem Beispiel oder bei irgendeinem Test war das so, dass der Zahl 39 eigentlich diesen Regel sozusagen verletzt. Man muss nicht das hart vorgehen. Okay, tatsächlich. Okay. Ja, gut. Fair. I'm still getting error. I don't know why. I think I am right, but you know. So, did you? Yeah. Okay. I don't know how it checks. It's just. You can click on this. Click on what? Click on the results. So there are the outputs. Yeah. And your actual output in this case was false. But we needed false, true, false, true, false. So 5 outputs, not just 1. So bist du einmal noch kurz ein paar Worte zu dir sagen. Wie gut.
Könnt ihr aber sagen, was du machst? Ja, also ich bin erstmal hier zur Messe gekommen, weil ich einfach mir ein bisschen einen Job suchen, also wirklich Erfahrung in dem Bereich sammeln wollte. Ich habe jetzt Cedric getroffen, also ich kenne ihn schon vorher aus YouTube, also seinen Tutorial-Videos. Also den wirklich jetzt im echten Leben zu treffen, wirklich netter Kerl, so muss man ehrlich sein. Ja, mir hat das wirklich Spaß gemacht. Danke, dass Python wirklich einfacher ist. Also die eigentliche Challenge, das muss ich einfach ganz kurz dazu sagen, war eigentlich gar keine Zahl gerades oder ungerades, es war eigentlich eine Gegenzahl eine Challenge. Warum ist die Tests waren nicht weit genug scheinbar? Is it finished? Yeah. But you can continue trying if you want to. No. So I can tell you that it's actually it's the same challenge. Yeah, it is the same challenge. I want to see his circuit. He just made an exception. Ja, dann. Noch einen schönen Tag. Ich glaube, Sie bestimmt noch über den Weg. Ja, auf jeden Fall. Ich bin noch ein bisschen hier.